Dort, wo jetzt noch die Kühltürme des AKW Philippsburg stehen, soll in rund 5 Jahren ein Stromkonverter gebaut werden. Das haben jetzt der baden-württembergische Energieversorger NBW und der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW bekannt gegeben. In der Anlage soll Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt und weitergeleitet werden. Die rund 500 Millionen Euro teure Anlage soll das Endstück einer der großen neuen Stromtrassen zwischen Nord- und Süddeutschland sein. Noch nicht entschieden ist, ob die Kühltürme gesprengt oder Stück für Stück abgetragen werden.